Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind in Lindblum, wir haben es mehr oder weniger sicher dorthin geschafft, haben auch schon den besten Freund von Lillys verstorbenen Papa kennengelernt, den Großherzog Sid, dem Herrscher von Lindblum, der ja durch ein... der dank seiner männlichen Triebe, die er nicht im Zaum halten konnte, zu einer Juckzirbe verwandelt wurde. Von keiner geringeren als von seiner angebeteten Ehefrau Hilda, die mitsamt seinem wertvollen Schiff sich über die Berge gehaut hat. Ja, und unser Zitane hier ist eben, ein normaler Sterblicher, ein normaler Bürger, und kann eben mit dem Gefraß, was man so im Schloss serviert bekommt, die gehobene Küche, mit dem kann er nichts anfangen. Und hat sich kurzerhand aus dem Staub gemacht. In ein hiesiges Wirtshaus und hat dort eine alte Bekannte getroffen. Keine geringere als Freya. Freya, wie auch immer. Und ja, wir sind hier jetzt in einem Gasthaus. Haben Vivi kurz getroffen, der schaut sich mal die Gegend an und ich denke, das werden wir auch tun. Zuallererst mal hier ein bisschen umschauen, ob wir hier vielleicht ein Rufzeichen oder so wieder haben, aber ich glaube nichts. Nope. Dann gehen wir hier rein zu dem Mogri. Hallo, Modon, Mognet und so. Ein Brief für Zidane, Kupo. Ah, für uns, okay. Ah, von Ruby an Zidane. Kommt ihr bald wieder nach Alexandria zurück? Zurück. So. Elene ist es so langweilig. Ne? Es ist eigentlich nicht. Ich kann den Dialekt nicht. Da ich beschlossen habe, in der Seitenstraße ein kleines Kunsttheater zu eröffnen. Naja, eigentlich war das ja die Idee von diesem Wirt und so. Der hat dafür Geld seine Kneipe an den Nagel gehängt und mich auch dazu überredet. Ich glaube, das ist Schwabisch, oder? Eine Freundin von dir macht ein Theater auf. Klingt nach viel Spaß, Kubo. Gespeichert habe ich schon letztes Mal. Brauchen wir dabei nicht. Moment, ich kann nochmal fragen. Okay, nichts. Ich hätte so gern einen Brief. Ja, da ist nichts. Manchmal muss man zweimal fragen. Kann nämlich sein, dass man einen Brief abgibt und dass man dann beim zweiten Mal fragen einen Brief bekommt. So, was haben wir da? Bobodur-Statue. Bobodur ist allen als ein Vogel bekannt, der die Göttersage des Auger überliefert und den Menschen Glück bringt. Oha. Da der erste Besitzer dieses Etablissements ein Vogelliebhaber war, wird diese Statue seitdem traditionell von Besitzer zu Besitzer weitergegeben. Sehr nett. Komischer Vogel. So, was haben wir da? Ihre Mitteilung zählt. Kritische Innenausstattung und dann noch dieser Typ im Nebenzimmer, Kubot, den ganzen Tag lauthals vor sich hin. Bitte schmeiß den raus. Bevor ich das nächste Mal wiederkomme. Lani. Mhm. Den Namen können wir uns auch gleich mal einprägen. Diese Lani werden wir noch kennenlernen. So. Pensionswirt. Eine Übernachtung kostet 100 Gil. Brauchen wir dabei nicht. Danke, wir haben schon gepennt. Ist hier noch irgendwas zufällig, was uns interessieren könnte? Na, schaut nicht so aus. Basta, verlassen wir mal die Kneipe hier. Also Kneipe ist gut gesagt, Gasthaus. Active Time Event, dann schauen wir gleich. Hinterwäldler Rita Steiner. Super. Das passt sehr gut. Diese Stadt ist so groß. Ich weiß schon gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Oh, die Rüstung ist so schwer. Na. Entschuldigung. Was bist du denn für einer? Und wie läufst du überhaupt rum? Also, das ist gemein, ne? Ich habe mich etwas verlaufen und frage mich, ob ihr mich zum Schloss führen würdet.
Na, das ist aber ein ganz neuer Aufreißspruch, muss ich schon sagen. Aber bei einer Blechbüchse wie dir muss ich leider strikt ablehnen. Wenn du mit mir ausgehen willst, dann besorg dir erstmal was Vernünftiges zum Anziehen, Schnucki. Sowas. Wie bitte? Schweißgurkenverkäuferin, ach du Heilige. Was denn? Bei dem jungen Ding keinen Erfolg gehabt und jetzt willst du es bei mir? Naja, aber ich fühle mich trotzdem geschmeichelt, auch wenn ich nicht deine erste Wahl bin. Was um alles in der Welt sind das für Gurken? Ach so, es ging dir also um die Gurken. Na, das sind die feinsten Gurken, ganz Lindblums, die köstlichen Schweißgurken. Na, willst du eine? Ist das ein Gestank? Boah. Je stärker sie stinken, desto besser schmecken die. Oh ja. Na, dann nehme ich mal eine. Ups. Puh, da haut's den stärksten Negum. Hui, Entschuldigung. Ich meine, da haut's den stärksten Mogrium. Ja, genau. Nicht mal ein Einheimischen, also nicht mal wir Einheimischen essen, die in einem Happen. Die sind ja vorzüglich. Alter Schwede. Da könnt ihr auch ohne zu zögern da irgendwie, weiß ich nicht, Stinkekäse essen oder so. Die Marsha. Papis Kriegsschiff sieht toll aus. Wenn ich groß bin, dann will ich zusammen mit Papi durch die Gegend fliegen. Ah ja. Haben wir da irgendwas? Nein. Vielleicht da unten. So. Hallo? Das hier ist das Drachenthrontor. Drachenthrontor. Durch dieses und das Erdendrachen, also Erddrachentor, unterhalb des Nebels gelangt man zu Fuß in das Schloss. Jaja. Naja. Aber da unterhalb des Nebels lauter Monster sind, ist das Erddrachentor immer verschlossen. Sicher, sicher, wenn die Biester reinkommen, na, das braucht man nicht. Seid ihr auch zum Einkaufen hier? Ich komme gern hierher, denn in Lindblum gibt es Geschäfte, von denen kann ich daheim nur träumen. Letztens, muss ich dir vorstellen, habe ich mir neue Schuhe gekauft. Ich muss weiter. Bildhauer vom Lande. Wahnsinn. Diese Skulptur, die muss ein echtes Genie aus dem Marmor gemeißelt haben. Jo, jo, jo. Und du? Wenn es um die Tore geht, sprudelt er immer gleich los. Der Kerl sollte seinen Soldatenhelm an den Nagel hängen und Reiseführer werden. Freilich. Das ist ein schöner Kamerad. Bam, bam. Da komme ich echt ganz raus. Ups, das wollte ich nicht. Wow, schnell rein. Ich dachte, da gibt es noch einen Raum oder so. Nee, nee. Gut, dann gehen wir wieder. Da habe ich mich gerade vertan. Ja, ganz billig vertan. Wo geht's hier lang? Aha, verstehe. Bam. Servus, Opa. Vergnügungsviertel, Opa. Was sind das? Was sind diese Lufttaxen praktisch? Ja, ja. Als ich noch jung war, ja, da ging ich immer zu Fuß bis zum Theaterviertel, ja. Wenn ich das nächste, also wenn ich das heute mache, ja, dann sterbe ich unterwegs wahrscheinlich, ja. Zuerst kriege ich einen Bandscheibenvorfall. Ja, ja. Oh, nächstes. Jawohl. Vivi geht einkaufen. Oh. Und was ist das hier für eine Nuss? Riecht süß, sieht schmackhaft aus. Ich kauf mal eine. Lalilalila. Oh, hier in den Geschäften, den Blums, gibt es lauter seltsame Sachen. Oh. Kann man das essen? Es sieht jedenfalls ungefähr so aus wie die Käferkrapfen, die Großvater immer gebacken hatte. Dieses Itemladen. Heute letzter Tag des Jagdfestivals Schlussverkaufs. Toll.
Ein Festival? Ha. Entschuldigung, ich hätte gern das hier. Ich nehme an, du hast ein paar Mogris als Freunde, oder? Warum denn? Weil das eine Kuponuss ist. Für Mogris die größte Delikatesse. Ach, so ist das? Das wusstest du also gar nicht? Naja, das ist die letzte ist, die ich habe. Schenke ich sie dir, weil du so wahnsinnig niedlich bist. Danke schön. Kuponuss erhalten. Übrigens, was ist denn das Jagdfestival? Ach, die lassen da nur ein paar Tiere in der Stadt frei und... Toll, ein Tierfestival. Das klingt nach Spaß. Vielen Dank. Ha, yay, viele, viele Tiere. Hoppla, wo ist er denn hin? Tiere schön und gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere. Jo, vor allem bei den Viechern, die sie da auslassen. Die sind nicht unbedingt zum Kuscheln gedacht. Lufttaxi, genau. Na, gnädigste. Heutzutage gibt es ja die Lufttaxen. Aber früher, die gute alte Zeit. Boah, sind wir noch auf auf Schokobus geritten. Ja. Damals hatte man eine Stunde gebraucht, um von hier bis ins Theaterviertel zu gelangen. Ja, darum bin ich jetzt auch schon so schnell gealtert. Ja, meine Lebenszeit vergeudet. Ja. Sonderfahrplan. Die nächsten 3 Tage verkehren die Lufttaxen wegen dem Jagdfestival nach dem Sonderfahrplan. Die Lufttaxenverwaltung. Aha. Ansonsten ist hier wieder nichts. Kartenspielen könnten wir schon wieder. Servus. Bitte genießt euren Aufenthalt. Ich will aber weiter. Oder warte. Nein? Ja? Jetzt habe ich Depp schon wieder vergessen. Na, ich glaube, ich darf das zuerst besuchen gehen. Fangen wir mit dem Theaterviertel an. Jesus, na. Und da sind wir auch schon. In einem Stück. Wunderbar. Oh, was ist das für eine Primel? Hallo, Gnädigste. So eine Lufttaxe ist schon was sehr Praktisches. Aber ich würde mir wirklich ein stilvolleres Design wünschen. So in Veilchenviolett und Zartrosenrosa. Hier in dieser Stadt wirkt alles so grob. Was waren das bloß für Architekten? Bestimmt irgendwelche Holzfäller aus dem, weiß Gott was für einen Wald. Jedenfalls sicher was Ungepflegtes und Ungewaschenes. Ja, raut ist wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Also keine Gentlemans. Nein. Willkommen im Theaterviertel. Die Lufttaxe fliegt 24 Stunden am Tag. Entschuldigung, da ist mir eine Fliege in den Hals geflogen. Ja. Ich meinte, die Lufttaxe fliegt 24 Stunden am Tag. Ja. 365 Tage im Jahr. Ja. Bitte, genießt euren Aufenthalt. Und nerv mich nicht länger. Ja. Oh, da haben wir mal was. Oh. Die 4 Stadtviertel verbunden durch die Lufttaxen: Einkaufsviertel, Theaterviertel, Industriegebiet und Schloss. Wir arbeiten, damit sie bequemer leben können. Die Lufttaxenverwaltung. Das ist aber sehr nett. Sehr nett. Haben wir da irgendwas? Nein. Das nächste Active Time Event. Dampfantrieb. Aha. Oh, der Steiner wieder. Ja. Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können. Aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß.
war. Ey, ja. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Entschuldigt. Aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier eigentlich bin? Willst du etwas sagen? Dass du dich verlaufen. Du hast dich verlaufen? Naja. Ist denn. Ist es. Also. Na. Na, na. Ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Ja. Aber was soll's? Dann will ich mal nicht so sein, ne? Ja. Also. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbindet. Ja. Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks ehrfurchtgebietend. Aber weißt du, wie ehrfurchtgebietend? Nicht wahr? Ja, ist ein großes Gebäude, ne? Und was ist das für ein gigantisches Schiff da? Also Luftschiff? Ja. Schwer zu übersehen, was? Dieses majestätische rote Ungetüm, das ist die Hildegard 2. Dank des neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, hat die Hildegard 2 auch, also sie kann, die Hildegard, ne, die kann auch dort fliegen, wo also überhaupt kein Nebel ist, ja. Also dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Ja, was soll die dumme Frage? Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft, ja, ja, ja. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf ja aus Wasser, somit ist es super umweltfreundlich, ja. Ist sogar schon von Greenpeace genehmigt worden, mein Lieber, ja, ja, ja. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Nee, nee, nee. Und wieder einmal ist Limblom dem Rest der Welt voraus. Ja, ja, ja. Boah, da zieht er gleich die Hand. Ich muss noch gehen. Ich brauche mein Kamillentee. Ja. Daram. Daram. Mist, da ist schon wieder nichts. Oh, wer bist denn du? Servus. Der Tim. Hier im Theaterviertel sind gerade alle nach dem Kartenspiel verrückt. Tja, total narrisch, die Leute. Wenn du also auch ein Spieler bist, ja, also ein Zocker, so ein richtiger Hardcore-Zocker, ne, dann wirst du Kurne, aber überhaupt keine Probleme haben, hier einen Gegner zu finden. Ja, du musst ja nur schauen wegen des Kartensymbols und so, ne. Das sieht auch ein Blindfisch. Ja, genau. Schönes Ob. Was ist das? Lindblum-Ausstellung. Anlässlich des 50. Jubiläums unserer Lindblum-Ausstellung darf der Gewinner ein Wandfresko in der Kirche malen. Boah! Da müssen die Maler aber ganz schön nervös sein, ha? Das ist auch kein kleiner Auftrag. Oh, servus. Bist du der Künstler? Werdender Künstler Marco. Das Jagdfestival ist ein Heidenspaß. Ich glaube, ich male als nächstes ein Bild, auf dem man die tapferen Jägerleins ihre Beute erlegen sieht. Mhm. Stillleben in Rot oder so ähnlich. Boah. Katze, hast du es auch wieder gesehen? Gibt es hier gar nichts sonst? Nur das kleine Ding? Ja, besser als nichts, ne? Bam, bam, bara, bam. Bam, 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 bam. Gibt es denn hier irgendwas? Oh, oh bitte, Daumen, obala. Ich komm oft hier und fütter die Daumen. Ja, das hat sich alle verscheucht, du Arschloch. Ja, und ihr zwei? Michael, meine Frau schwärmt, meine Frau schwärmt auch von diesem Raul, diesen Trottel. Weißt du, wie man sich da als Mann vorkommt? Mit so einem Idol kann man eben nicht mithalten. Tja, aber immerhin bist du ihr Mann. Also sie muss dich von Herzen lieben, sonst hätte sie dich ja nicht geehelicht. Er scheint eifersüchtig zu sein. Dabei weiß er doch, dass ich ihn liebe. Siehst du, sag ich ja. Dam, dam, dam. Manchmal hat man eben so ein Typi oder auch Mädel, das man anhimmelt.
Was haben wir da? Ihre Glücksfarbe GmbH. Auch heute liefern wir Ihnen Ihre Glücksherz. Glücksherz. Mhm. Was haben wir da? Vereinsmitglied Nummer 28. Oh, wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marisa nur bloß wieder? Oh, ich habe keine Lust mehr zu warten. Oh, diese blöde Schnepfe. Also echt. Ich glaube, da kommt sie gerade. Hallo? Warte. Hallo. Wo ist sie? Okay, da ist aber was. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugertz. Nach 30 Metern. Ah, da gehen wir mal schauen, oder? Hallo? Vereinsmitglied Nummer 12. Heute ist die letzte Vorstellung von Raulstück. Oh. Vereinsmitglied Nummer 44. Oho. Ob ihm wohl die Plätzchen schmecken werden, die ich für ihn gebacken habe. Jo. Mit viel Zuckerherzchen drauf. Oh ja. Vorsteherin des Fanclubs. Bitte nicht drängeln. Hey, wer bist du denn? Na, dann sperrt mal die Lausche auf. Ich bin Zidane. Mitglied der bekanntesten und berüchtesten Räuberbande des ganzen Kontinents. Schon mal gehört von denen? Nö, nee. Wer soll das denn sein? Hm. Steh uns nicht im Weg rum, klar? Hm. Ist ja gut. Boah, keiner kennt mich, wie gemein. Blöde Scheißweiber. Tja, unfassbar. Wir wollen endlich Raul sehen. Oh, wo ist er? Wo ist Raul? Oh, meine Damen. Hm, wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ich bitte noch etwas um Geduld. Raul wird gleich hier sein. Oh, Raul, ach, da ist er. Oh, ich will ein Kind von dir. Oh. Hello, Friends. Raul, ja. Was für ein Kotzbrocken. Heirate mich. Oh, ja, mich auch. Und, nimm, und ich will Kinder von dir. Mindestens 20. Jo. Fix auch noch. Thank you für eure Treue, meine treuen Fans. Katschinka. Ich werde eure Liebe nie vergessen. Mm. Oh. See you all again. Oh, ich liebe ihn. Autsch. Ich kann nicht sehen, verdammt. Oh. Mann im Mogli-Kostüm. Thank you, dass Sie sich heute Ren Mogli Ren 2 angeschaut haben, Kubo. Verschwinde, du fetter Mogli. Wir sind nur gekommen, um Raul zu sehen, ja. Raul. Puh. Hey, du bist doch rau. Nö, du hast mich nicht gesehen. Au, ich muss weg. Der kann einem ja richtig leid tun. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hinterherlaufen. Ach ja, tatsächlich. Irgendwie haben wir davon noch gar nichts mitbekommen. Ah, da ist was. Was haben wir denn da? Ausverkauft. Raul Bridges. In Ren Mogli Ren 2. Keine Tickets mehr. Schade. Baum, baum. Baum, baum. Baum, baum. Oh, was haben wir da? Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugertz. Mit Ich, der kleine Schokobo, spielten sie sich in ihre Herzen. Und mit Ren Mogli Ren 2 wird sie die Theatergruppe Salvica erneut in ihren Bann ziehen. Raul Bridges in der Rolle des Ubobo. Ubobo. Ubobobobo. Gut, wir hauen schon mal ab. Tschüss. Jetzt ist die Frage, ob ich da auch richtig bin. Ob nicht das Theaterviertel
mich wieder dorthin gebracht hat. Also wieder ins Schloss dann zurückgebracht hat, wenn ich... Puh. Na sowas. Ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen wollten. Ach, du bist es. Ja, du hast schon alles verpasst, ne? Hallo. Vorhin torkelte hier so ein Riesenmogli in Richtung Bahnhof vorbei. Ich bin mir, glaube ich, jetzt recht sicher, wenn ich da jetzt reingehe, sorge ich nämlich dafür, dass es geschichtlich weitergeht. Das darf ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt verwechselt. Ich werde jetzt zurückgehen ins Industriegebiet. Zurück, da waren wir noch gar nicht. Ich gehe dort jetzt jedenfalls mal hin, da dürfte mir normalerweise nichts passieren. Dann das Geschäftsviertel abhatschen. Und dann nochmal hierher. Also Industriegebiet. Oh, der Part ist auch schon zu Ende. Jawohl, dann fahren wir schnell los. Und dann beenden wir den Part für heute. Hui! Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!